Hallo, liebe Freunde der großen diabetesfördernden Überraschungen. Wir haben passend zu Weihnachten ein Kinderüberraschung Riesenei. Und zwar in der, ja, ich sag mal, männlichen Variante, in der blauen Variante. Ja, da regen sich wahrscheinlich jetzt einige wieder drüber auf, wenn ich sage in der männlichen Variante, aber es ist halt nun mal primär für Jungs gedacht. Genau, in dieser Variante befinden sich Avengers, vier Stück an der Zahl. Ich glaube, Iron Man ist drinnen. Ich hab zwar schon mal eins aufgemacht, aber ich habe den Zettel nicht mehr. Iron Man, der Hulk ist definitiv drinnen. Dann, hier habt ihr ihn übrigens, also zumindest einen Teil davon. Den anderen Teil finde ich leider gerade nicht. Genau, Hulk, Iron Man, Spider-Man, glaube ich, und Thor, oder? Ich weiß es nicht. Naja. Lassen wir uns überraschen, was wir dieses Mal drinnen haben. Ich bin mit allem zufrieden, solange es nicht der Hulk ist. Weil der Scheiß ist teuer. Und wenn ich jetzt einen Doppelten hätte, das wäre doof. Und das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht sehen. Und Spannung. Also ich glaube nicht, dass es der Hulk ist. Ich hoffe es nicht. Bitte nicht Hulk, bitte nicht Hulk. Ah, oh, Gott sei Dank, es ist Captain America. Yay, genau, Hulk, Iron Man, Captain America und Thor, die gibt es. Oh, okay. Prinzipiell, das Gimmick ist auch bei jedem gleich. So, ich zeige euch erstmal kurz hier Captain America. Ja, Qualität ist ganz passabel, kann man aber für den Preis auch erwarten, ganz ehrlich. Ich meine, das Ei hat knappe 8 Euro gekostet. So, das Gimmick ist, ihr habt hier drei Teile, die man aufeinander stellt. Hier habt ihr nochmal den Antagonisten Dr. Schlag mich tot Name vergessen. Und das Gimmick ist jetzt, ihr dreht Iron Man, Captain America und. Oh Gott, ich habe ehrlich gesagt Angst vom Loslassen, weil ich weiß, dass das Zeug wahrscheinlich gleich ewig weit fliegt. Glück gehabt. Jo! Das sind sie, unsere beiden Avengers. Wie gesagt, Qualität ist ganz okay. Das war jetzt ein kurzes Video. Ja. Und ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bye bye.